Alles klar, Mann, ich bin zurück und wir haben viel vor. Erstmal haben wir mit dem Wurfball nochmal gute Alt drauf. Mal sehen. Ich hoffe einfach, es spawnt heute nichts Neues da oben. Das heißt ja heute. Wieso sage ich heute? Ich nehme mich alles am Stück auf. Scheiß drauf. Wir müssen jetzt da hoch. Das wäre also Gebiet 1. Hier haben wir Gebiet 2, wo wir einen Heiler ausknocken, sag ich mal. Alles klar. Und tschüss. Gut, nächstes Ziel wäre dann wahrscheinlich er hier. Wie darf der laufen? Na gut, der könnte auf mich zukommen, wenn ich ihn hier angreife. Muss ich mal gucken, ob ich nicht irgendwie zuerst... Wobei, der könnte mich auch angreifen. Mit einem Langspeer, okay. Da muss ich vorsichtig sein. Da kann ich nicht einfach so angreifen, sehe ich gerade. Aber momentan sind die alle weg. Das heißt, ich würde mal alle hier wegschicken erstmal. Einfach hoffen, es kommen keine neuen Gegner da. Sonst könnte ich eventuell auch ein bisschen gearscht sein. Sehen wir mal. Gut, nichts Neues. Also gehen wir... nein, nicht direkt dahin, sondern hier in Wald sonst. Ach, scheiße, selbst hier greift er mich an, oder was? Ah, nee, doch nicht. Boah, ich darf schon. Nee, aber er wird mich wahrscheinlich gleich angreifen kommen. Okay, okay, kein Problem. Ich habe nur gerade ein bisschen Angst bekommen. Am besten markiere ich den mir so. Und stelle mich wieder hier runter. Scheinbar spawnen jetzt keine neuen Gegner. Das ist ziemlich gut. Mach ich mal schnell einen Abgang hier. Die Taktik hat ja im Endeffekt dann doch irgendwie geklappt, ne? Den da vorne lassen. Gegen den an sich haben sie ja keine Chance. Na gut. Okay, der Boss kommt. Nein, nicht der Oberboss, sondern der Vize-Boss. Und er will's wissen. Aber ich will es natürlich auch wissen, deswegen gehe ich da auf ihn zu. Oh, oh, der Held kommt. Scheiße, Vorsicht. Mach ich mal direkt. Moment, 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 Moment. Ja, gut, ich versuche mal den mit Marv zu töten. Moment, ich. Ah, ich verklick mich immer. Greife ich hier so an. Okay, anscheinend sind wir gleich stark. Aber er darf doppelt draufhauen. Nein! Nicht, dass er mir Marv gleich tötet. Ich. Schnell, Excalibur. Das muss sein. Normalerweise, ja, will ich es mir aufbewahren und so ein Scheiß, aber. Es wurde jetzt schon etwas kritisch. Ich wusste gar nicht, dass er so reinhauen kann. Meistersiegel erhalten. Was kann ich mit dem Spaß? Na, muss ich mal gleich gucken. Dann mache ich mal weiter. Scheinbar bin ich ja in diesem Zweikampf ein bisschen stärker. Okay. Sehr gut. Dann, ach, ich kann eigentlich noch in dieses Haus, ne? Was kann ich hier? Händler, aber ich will eigentlich besuchen. Wisst ihr, es gab einmal drei große Magier in unserer Welt. Miloha, der Erzbischof Garnef, der dunkle Priester und Goto, der weißen Weisen. Aber nun ist Miloha tot, wenn doch nur noch jemand übrig wäre, der Garnef aufhalten könnte. Ja, schade, aber zum Glück sind wir hier, um aufzuhalten. Hä? Moment, meint der überhaupt die damit? Ach, ich habe keine Ahnung, was der Typ hier für eine Scheiße labert. Frag mich nicht danach. Okay. Ich könnte eigentlich mal Just for Fun gleich da hochgehen, weil da ist ja noch. Da campt ja noch hier so ein lustiger Drachenritter rum. Ach, das ist sogar. Die hier, wahrscheinlich kommt die erst auf mich zu, wenn ich versuche, die eine zu retten. Sehen wir dann. Okay. Der dürfte nicht mehr lange machen, der Typ. Und tschüss.
jetzt da hingehen? Ach. Scheint mir etwas gefährlich. Ich warte jetzt erstmal damit. Erst recht mit Marv gehe ich jetzt erstmal nicht dahin. Aber positioniere mir. Ich speichere mal hier einfach. Sicher, sicher. Positionieren wir mal schon ein bisschen so die Truppen hier hin. Warte, du kannst ja. Ah, nicht ganz Marv rein. Aber jetzt muss ich ein bisschen warten, weil ich muss echt alle Truppen erstmal da hochholen. Aber nix, das kann ich eigentlich noch eine Runde abwarten, ehrlich gesagt. Aber hier auf jeden Fall schon mal weiter. Ja, ja, da geht einem so ein bisschen. Naja, da passiert jetzt gerade nichts Interessantes, weswegen einem natürlich folgedessen auch der Gesprächsstoff ein bisschen ausgeht. Marv ist immer noch nicht voll, ne? Boah, krass. Gleich erstmal da auch noch. Und ja, gut, das reicht für die Runde. Jetzt sollt ihr den mal voll heilen. Dankeschön. Und Marv kann sich mal irgendwo hier hinbegeben. Den stelle ich hier schon mal ganz seriös vorbereitet hin. Den stelle ich hier hin. Wer fehlt denn noch? Ihr hier. Das Problem ist, der Typ hat mit seinem Speer natürlich auch eine ausgezeichnete Reichweite, mich anzugreifen, weswegen so Fernkampf, naja, auch gekontert werden kann. Also würde ich eigentlich da auch den Nahkampf eher vorziehen. Ich bin gespannt. Kann die... Ja, gut. Einmal den da. Geh mal dahin und der gibt mal. Moment. Der hat eine Lanze bei sich, ne? Ach, ich weiß nicht. Ich stelle den erstmal so hier hin. Passiv, der hier wird wahrscheinlich nur für Schild und sowas zuständig sein. Der hier, der wird, denke ich mal, auch eher zum Angriff kommen. Der hier auch. Er hier eventuell auch. Ja, nächste Runde. Der kann es schon mal, ja, so hier hin, keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche irgendwie so ein bisschen den Platz, kann das sein? Moment, ich stelle mich mal, stell den mal dahin. Dann kann ich mit ihm so hier hin. Wenn jetzt ein paar viele Runden, ne? Aber ich denke, das passt schon. Kurze Heilung noch. Kann er schon... Ja. Er auch. Eigentlich könnte ich jetzt schon angreifen gehen. Fragst du, mache ich das auch? Hm. Könnte ein bisschen riskant werden. Ja, gut, riskant wird es ja so oder so. Also, na dann viel Glück. Oder? Nein, ich überleg's mir jetzt nicht anders. Greife an mit einem Hammer. Ah, muss ich alles selber machen? An mir kommt ihr nicht vorbei, Rebellen. Okay, wow, ich mache mehr Schaden als er. Wow, und wie ich mehr Schaden mache. Das ist eine Streitmacht mit der Mann. Ich muss... Scheiße, Mann. Ich hab mich wieder mal unterschätzt. Kann das sein? Ich bin immer zu vorsichtig bei diesen Bosskämpfen. Aber gut, das soll es ja noch nicht gewesen sein. Wir begeben uns jetzt auf eine verrückte Reise und retten das eine Mädchen noch.
Das nehme ich mir dann zu. Ja, zwei Leute reichen eigentlich dicker aus. Greift die. Ja, hier greift sie an. Okay, dann stelle ich mich dahin und dahin. Okay, mach schon mal die Tür auf. Renn schon mal. Wobei. Ach. Bleib mal hier. Oh, sie kommt. Nö, sie kommt tatsächlich von draußen nicht auf mich zu. Geile Sache. Öffne ich die Tür auch noch. Ich könnte die eigentlich auch voll töten, das ist voll gemein. Wow. Cool, mir ist mein Ding ins Ziel hingefallen. Wie heißt das? Angreifen? Nein, wir greifen die auch nicht an. Oh, ihr müsst Prinz Mars sein. Ach, er ist ja so verwegen. Ach Gott. Danke, dass ihr mich befreit habt. Bitte erzählt meiner Schwester, dass ich frei bin. Sie wird sich sicher bestimmt freuen. Nun denn, wollen wir gehen? Ich komme natürlich mit. Keine Widerworte, ich möchte helfen. Oh, jetzt. Es kommt so. Ich kann sie angreifen, aber ich weiß nicht. Vielleicht kann ich auch mit ihr sprechen, wer weiß. Ich stelle mich einfach mal hier vorne hin. Warte einfach mal ab. Ja. Seid gegrüßt, Prinz Marth. Ich bin Minerva von Meldon. Von Medon. Ach was. Danke, dass ihr meine Schwester befreit habt. Marias Notlage zwang mich dazu, euch wie ein Feind zu behandeln. Es versteht sich von selbst, dass mir das sehr leid tut. Die ganze Welt ist verrückt geworden. Fast ganz Medon kämpft nur für Doluna. Und mein Bruder Michaelis führt sie an. Und an ihren Händen klebt das Blut ihres Königs, meines Vaters. Jemand muss sie aufhalten. Ich muss sie aufhalten. Jedoch fürchte ich um meine Soldaten, die ich nicht länger beschützen kann. Besonders die drei Schwestern der Weißschwingen. Palla, Katria und Est. Doluna befürchtete, dass wir rebellieren könnten und zwang uns, uns zu trennen. Wenn sie wüssten, dass ich in Sicherheit bin, würden sie sich uns sofort anschließen. Wir folgen euren Befehlen, Sir Marth. Lasst uns euch helfen, Doluna zu besiegen und sie büßen zu lassen, dass sie Medons Ehre beschmutzt haben. Yes, und da haben wir gleich zwei neue Partner. Boah, was für eine Reichweite. Richtig cool. Jetzt darf ich nur Marth den ganzen Weg zurückrennen. Das dauert jetzt auch nochmal eine Ewigkeit. Okay, okay. Na, okay, eine Runde noch. Wobei... Warte, Meistersiegel. Was kann das denn? Items, Meistersiegel. Ein Item, das ein Level 10 oder höhere Einheit zu einer höheren Klasse befördert. Das ist ein sehr gutes Item. Muss ich weise wählen. Bei ihm wäre das nicht schlecht. Bars wäre das auch ziemlich geil. Naja, ich muss gucken. Ich weiß es noch nicht. Sehen wir ja dann mal. Und besetzen bitte. Marth, habt ihr schon mal von Erzbischof Miloa gehört? Der einst Arcania mit dem Zauber Aura beschützt hat? Natürlich, er und seine Magie sind berühmt. Aber ich habe gelesen, dass er im Kampf mit Garnef ums Leben kam. Es geschah kurz, nachdem der Dämon Garnef seine Seele an Doluna verkauft hatte. Leider ist der Erzbischof gestorben, aber seine Tochter Linde lebt noch. Sie soll die Fähigkeit Aura einzusetzen geerbt haben. Aber seit der Schlacht mit Garnef hat sie niemand gesehen. Wo auch immer sie ist, es kann kein angenehmer Ort sein. Marth, bitte, findet Linde. Jetzt, da ihr Vater tot ist, sind wir die einzige Familie, die das Mädchen noch hat. Interessant, interessant. Nächste Folge wird es dann episch hergehen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Nicht, da ich jetzt aus dem Kopf wüsste, was passiert, aber... Hallo, ein Let's Play mit mir? Das kann doch nur gut gehen. Na, ich mache natürlich ein bisschen Spaß. Auf jeden Fall, denke ich, habe ich erstmal genug aufgenommen. Wir sehen uns dann. Ciao.